Chaos Queen Jana ist im Sommer nach Hamburg gezogen und beginnt ein neues Leben. Im Job läuft es bestens. Aber die 41-Jährige leidet unter schwerem Liebeskummer. Ich habe da einen echt besonderen Menschen kennengelernt. Und der hat mich aus dem tiefen, tiefen Loch, wo ich mich befunden habe, wieder rausgeholt. Und ja, ich habe einige Fehler gemacht. Und dadurch habe ich, glaube ich, diesen Menschen verloren. Jana war 20 Jahre verheiratet und träumt wieder von der großen Liebe. Entweder er öffnet sein Herz nochmal für mich oder dann muss ich damit auch leben. Ich kann nur abwarten. Ja, ich kann nur abwarten. Die gebürtige Thüringerin hat sich ihren Neuanfang schwer erkämpft. Ja, das ist halt wohl die letzten 2 Jahre. Da habe ich immer, ohne an mich zu denken, immer durchgezogen, durchgepowert. Und ich bin innerlich leer geworden. Ich habe keine Kräfte mehr. Und die Momente, dass es wehtut, die häufen sich langsam. Und das macht mir Angst. Ich will einfach wieder ein normales Leben führen können und ja, wieder ich sein dürfen. Aber ich habe mit meinem Leben schon so viele Höhen und Tiefen durch und bin immer wieder auf die Beine gekommen. Und ja, ich kämpfe weiter, ja, auf jeden Fall. Immerhin, beruflich könnte es für Jana nicht besser laufen. Vor 2 Monaten hat sie einen neuen LKW von ihrem Chef bekommen. In der neuen Spedition fährt das Trucker-Babe ausschließlich Containerware und manövriert ihren 40-Tonner täglich durch das Hamburger Hafengelände. Ja, wir haben jetzt einen Container geladen. Irgendwas Chinesisches steht drauf. Das ist jetzt der besagte Container, der im HLS gefehlt hat, der ja aber eigentlich hier zu beladen war. Aber wie gesagt, es ist Montagmorgen. Und ich habe momentan so die Birne voll, dass ich teilweise ja, einen Scheiß zusammenbaue und Chaos Queen wie so lebt und lebt, genau. Ich wüsste keinen Monat, kein Jahr, wo bei mir mal irgendwas nach Plan gelaufen wäre. Jana kämpft sich mit ihrem Temperament überall durch. Ja, was willst du da hinten? Willst du mir ein bisschen auf den Keks gehen oder willst du dich vordrängeln oder was hast du vor, du Knallfisch? 8,8 Millionen Container werden jedes Jahr in Hamburg umgeschlagen. Da kann man gleich durchfahren. Das passt, das passt. 70% aller Stückgutfrachten werden weltweit in Containern transportiert. Seit 1996 hat sich die Anzahl der Containerschiffe verdoppelt. Das garantiert auch Jana einen krisenfesten Job. Da! Container runter, Abfahrt. Wir fahren jetzt zum TTT zurück, nehmen nochmal einen Container für hier auf. Und vielleicht kriegen wir danach schon unseren Container für Kleve. Und der wird auch hier geladen, also sieht ganz gut aus. Und vielleicht irgendwann mal jetzt Meter machen können. Jana ist seit 3 Stunden im Dienst und gönnt sich jetzt die ersten Kalorien. Alles, was wieder den Arsch größer macht. Wir rutschen eh schon die Hosen, alles gut, können wir uns erlauben. Die 41-Jährige muss in ihrem Job immer 100% geben. Aber das Hamburger Schietwetter schwächt das Immunsystem. Och, Mann, ey. Rotz und grüne Pflaumen. Das Trucker Babe macht in Hamburg häufig FCL-Verladung. Ein Full Container Load. Das bedeutet, sie transportiert nur ganze Container. Jana hat dabei keine Arbeit. Denn der Kunde muss das Chassis selbstständig laden und der Empfänger wird den Container abladen. Jana muss nur warten und im schlimmsten Fall meckern. Ja, fährst du jetzt oder fährst du nicht? Ja, super. Klon. Meine Fresse, ey. Kunden, ey. In ihrem 150.000 Euro teuren LKW ist Jana die Königin und die richtet sich ihren Tweety gerade standesgemäß ein. Ja, jetzt ist gestern die Fußbodenmatte reingekommen. Demnächst habe ich, also jetzt habe ich meine Gardinen bestellt mit Bordüre. Da kommt dann wieder ein geiler Spruch in Gelb vorne drauf auf die schwarze Chaosliner. Ja, und ein Leuchtschild will ich mir jetzt noch anfertigen lassen fürs Bett hinten. Aber wie heißt so schön, kleine Brötchen backen. Ich meine, das kostet ja auch irgendwo alles Geld und ja, man ist ja nicht Rockefeller geworden oder so. Von dem her alles nach und nach. Home sweet home. So,
So, jetzt werde ich mich mal hinstellen. Dann werde ich erst mal schnell Pascal anrufen. Das muss erst mal warten, denn ein Kollege ist in Not. Was? Nee! Was hast du denn? Ich will dich doch nicht stressen. Ich will ja bis wissen. Was hast du denn? Kriegst du nicht zu oder was? Keine Zeit. Die Sabotage mache ich. Sabotage machst du? Warum das denn? Ich bin die Knacke nicht auf. Ich hab schön draufgesetzt. Geile Scheiße. So, Dispo. Mal gucken, was sie denn sagen hier im Gespräch. Ah, der Teilnehmer ist besetzt, spricht heute nicht mit Ihnen. Gut, läuft auch. Ei. Im Hamburger Hafengelände will K aus Queeniana einen 40-Fuß-Container anliefern. Aber ein Kollege versperrt ihr den Weg. Was hast du denn? Kriegst du nicht zu oder was? Ging die Knacke nicht auf. Ich hab schön draufgesetzt. Geile Scheiße. Ach, Alter, ey. Oh, Fenster wieder zu, alles zu kalt. Krank. Muss ins Bett. So, schnell Pascal anrufen, ob wir jetzt schon den Container aufnehmen können für Kleve. Hi, Jana. Hi, Grüße. Du, ist jetzt noch was geplant oder Kleve jetzt drauf? Kleve drauf dann. Kleve drauf, das passt. Danke, tschüss. Ja, das ist doch fein. Also haben wir jetzt ganz chillig. Die Arbeit übernimmt ab jetzt der Kunde. Jana muss nur ihr Chassis entsichern und warten, bis der Container abgeladen ist. Heute war wirklich nur Hafen. Wenn du da 3, 4, 5 Mal rein und raus gedengelt bist, ja, irgendwann ist dann, ja, geht aber, glaube ich, jedem Fahrer so. Also, wenn du dann, sag mal so, 3 Mal über die Köhle drüber reinpfeifen und rauspfeifen, das ist dann was anderes. Mal in das Terminal, in das. Aber heute sind wir halt nur ein Terminal angefahren. Das ist halt ziemlich langweilig, ziemlich öde. No. Und deswegen, ja, jetzt einfach mal rausfahren, quem Richtung holländische Grenze. Aber vorher noch Kaffee kochen und dann ab Richtung Kleve. Die 41-Jährige versorgt sich selbst und spart damit Geld und Zeit. Das sind 2 Minuten, den Kaffee da zu kochen oder so, wenn überhaupt. Letztendlich ist ja auch meine Pause irgendwo. Früher habe ich immer einen Löffel genommen. Ich habe festgestellt, dass freie Schnauze reinschütten, das geht viel geiler. Ja? Schwuppdiwupp und fertig. Knopf gedrückt. Na dann auf. Ein Trucker Babe ist für alle Eventualitäten gerüstet. Ganz ungefährlich ist der Coffee to Roll aber nicht. Ich muss langsam fahren, weil nämlich, wenn der Becher hier voll ist und du fährst über Huckeln, habe ich es schon gehabt, dass die ganze Scheiße hier rausgelaufen ist. Ne? Aber ich denke mal, braune Flecken auf dem Gelb hier unten machen sich gerade richtig scheiße. Janas 40-Tonner ist gerade mal 2 Monate alt. Eine besondere Anerkennung von ihrem Chef. Denn die zweifache Mama arbeitet erst seit 14 Wochen in der Hamburger Spedition. Ja, genau. Ne? Genau. Du musst mal vor der Kiste fahren, das ist ja. Guck dir doch den Idioten an, der ist ja nicht ganz sauber. Ein Arsch. Die Neu-Hamburgerin mag ihr neues Zuhause. Nur das Wetter ist gewöhnungsbedürftig. Ach, ist das ekelhaft, ey. Teilweise kommst du schon ins Rutschen, sag ich mal so, weil der Container, den wir drauf haben, der ist nicht arg schwer. Also ist natürlich die Bodenhaftung nicht so gut. Und ja, umso leichter du bist, ist immer beschissen. Jana muss 400 Kilometer bis nach Kleve fahren. Doch dafür muss sie unfallfrei auf die A1 kommen. Es gibt echt keinen Tag, wo es hier nicht scheppert. Ne? Ja, weil die PKWs, die drängeln sich auch rein hier im toten Winkel. Und du siehst es als LKW-Fahrer wirklich nicht. Also, du hast zwar schon einen Haufen Spiegel, aber gerade bei dem Wetter braucht man es nicht vormachen. Die Spiegel sind beschlagen und so weiter. Ja, irgendwann ist halt dann mal auch für uns in der Sicht ein Ende. Ne? Hauptsache, ich bin noch vor dem LKW drinne und dann kracht's halt, ne? Schiebst du halt mal so ein Dings vor dir her. Ich sag halt, ich bin froh, dass mir das noch nie passiert ist. Toi, toi, toi. Jana ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund. Ihr Umzug nach Hamburg vor kurzem hat sich ebenfalls rumgesprochen. Gute Wünsche für den Neuanfang sind immer willkommen. Ich wünsche dir viel Glück in Hamburg.
Der meinte mich jetzt gerade. Ach, das Sache mal. Guck, das ist das wieder. Selbst mit dem Gurt jetzt, ne? Jetzt will ich an meinen Funk ran. So, jetzt ist hier eine Sperre drin, ne? In der blöden. Ey, das gibt's doch gar nicht, oder? Da krieg ich ein zu viel. Ich. Und ja, alles Gute für den Neuanfang, wa? Danke, danke. Und was ich dir noch sagen wollte, ich finde das total cool, dass du so eine große Klappe hast. Die muss man auch in dem Job haben. Also mach weiter so. Auf jeden Fall, ich bleibe am Ball. Kannst du einen drauf lassen. Bis die Tage, du. Mega cool, ciao. Genial, fetzt. Jana ist jetzt eine Hamburgerin. Der hat mich jetzt im Vorbeifahren einfach erkannt. Und da, das sind halt so die. Die feinen Momente. Das ist ja auch so im Hafen, wo du sagst, ich kenne ja nur mittlerweile dann auch jede Sau. Ne? Und das ist schon, das fetzt schon. Ich fühle mich schon immer hier oben wohl. Ja. Und gerade jetzt wieder wie im Hafen hier, die Mentalität der Leute kommt moin, dann geht bei mir schon die Sonne auf. Und dann kannst pissen, so wie heute. Das ist mir eigentlich scheißegal. Mir geht es trotzdem hier oben gut. Das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Trucker Babe Jana rollt glücklich in ein neues Abenteuer an die holländische Grenze. Yes,